Dieter Marx aus Gräben, ein ganz, ganz, ganz alter Bekannter. Er nimmt dann den moderneren Jaguar. Also das Auto ist gewohnt auf den 92. Okay. Dann wollen wir dieses durchaus auffällige Auto mit 92 auf die Presse schicken. Alles okay, danke. Damals in der Nescafé. Und dies ist die Serienvariante, oder? Ja, das ist eine zivile Serienvariante. Und die Straßen sind hier und da sehr, sehr eng. Okay. Und der Startnummer 25 von unseren Freunden vom Motorsport. Ich suchte ein großes Auto. Diesmal auch er. Also nicht erst. Ich habe heute Morgen die Pokale vom letzten Jahr überreicht. Heute Morgen um 10 Uhr angekommen. Okay, alles gut. Bis dann. Sagen, mir fehlt noch eine ganze Reihe Mercedes heute. Was haben wir hier denn auf dem Auto, aus der großen Mercedes, was gerät? Und wie das für die normalen Amerikaner gehört, dann mal hinter der Polizei hinterher, dann macht den Weg frei. Von den ganz Großen zu den ganz Kleinen. Oh, heißt nicht da, sondern rein. Von den ganz Großen zu den ganz Kleinen. Herr Wörmann, komm. Aus Münster. Manchmal mit einem Mercedes, manchmal mit einem großen Auto, manchmal mit dem ganzen Auto. Alles möglich. Zum Straßenbild. In der Startnummer 56 mit dem Käfer von 1965. In der 51, Rainer Schlagerjahr. Mit dem 4. Was so ein Rainer? Sonst? In der Startnummer 33, Zeichenfelgen, so muss sowas aussehen. Auf geht's. Nicht schön. Ist das nicht schön? Opelmann. Wir hatten um die 60, 65, bis die Luft gibt, sagen wir mal. Okay. Einen haben wir noch. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier